Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Geschwister. Geschwisterbeziehungen, egal ob gut oder schlecht, gehören zu den längsten Beziehungen, die wir Menschen im Leben haben. Das gilt natürlich auch für Menschen im Autismus-Spektrum. Und sie haben noch ein zweites Spezifikum, sie sind nicht freiwillig. Das ist ein Unterschied zu Freunden beispielsweise. Geschwisterbeziehungen passieren zufällig, sie werden uns sozusagen in die Wiege gelegt. Das gibt für die Entwicklung eine wichtige Chance. Kinder können untereinander Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Emotionsregulation, Impulskontrolle in einem sicheren Umfeld trainieren, weil man sich garantiert am nächsten oder übernächsten Tag wieder sieht in der Familie. Das ist nicht wie bei Freunden, die sich abwenden können. Geschwister sitzen irgendwann wieder im gleichen Raum oder am gleichen Tisch. Das geht gar nicht anders. Das heißt, es gibt einen ganz sicheren Rahmen. Außerdem haben Geschwister die gleichen festen Bezugspersonen. Das verbindet auch im Konfliktfall oder im Erwachsenenalter auch bei der Übernahme von Verantwortung gegenüber den Eltern. Die Geschwisterbeziehung zwischen neurotypischen Geschwistern und einem im Autismus-Spektrum zeigen noch ein paar Spezifika. Gerade wenn das Kind im Autismus-Spektrum eine schwerere Beeinträchtigung hat, möglicherweise mit einer Intelligenzminderung, ist die Geschwisterkonstellation oft eine besondere, weil das neurotypische Kind natürlich viel rascher Entwicklungsfortschritte macht. Dem neurotypischen Kind gelingen Dinge, die dem Kind im Autismus-Spektrum nicht so gut gelingen. Und selbst wenn es neurotypische Geschwister jünger sein sollte, muss es dann manchmal Verantwortung übernehmen oder in eine Rolle schlüpfen, die von der Altersstruktur gar nicht seiner Rolle entspräche. Da muss man dann gut aufpassen als Elternteil, dass das Kind, das neurotypische Geschwisterkind, nicht in eine Verantwortung gedrängt wird, die es überfordert. Überhaupt, Geschwisterkinder sind nicht zwangsläufig lebenslang für ihren Bruder oder ihre Schwester im Autismus-Spektrum zuständig. Wenn sie das tun wollen, ist es ganz wunderbar, aber es gibt keine Zwangsläufigkeit an der Stelle. Eltern haben auch die schwierige Aufgabe zu schauen, dass alle Kinder und Jugendlichen in der Familie zu ihrem Recht kommen. Und das ist ganz schön herausfordernd, wenn die Geschwister so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Manchmal kann es helfen, wenn die Familie sich für bestimmte Aktionen teilt. Das eine Elternteil einen Wochenendausflug mit einem Teil der Kinder macht, das andere Elternteil vielleicht zu Hause bleibt. Oder die einen an den Ort in Urlaub fahren und die anderen an den Ort in Urlaub fahren, damit alle sich gesehen fühlen und es nicht für ein Familienmitglied ganz furchtbaren Stress oder immer dauernden Verzicht gibt. Das ist natürlich schwierig, weil es auch bedeutet, Mutter und Vater können nicht gemeinsam Urlaub machen. Da ist es dann wieder wichtig, dass Mutter und Vater auch ihre Paarzeit gemeinsam haben. Ein Geschwisterkind im Autismus-Spektrum zu haben, ist aber nun nicht zwangsläufig eine Bürde. Und das bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass man da Schaden vonnimmt. Im Gegenteil, es kann eine riesige Chance auch bedeuten, Dinge zu lernen. Zu lernen, mit ungewöhnlichen Verhaltensweisen umzugehen. Rücksichtnahme zu lernen, das ist ja auch eine Qualität, wenn man das kann. Also Geschwisterkind eines Kindes im Autismus-Spektrum zu sein, hat wie alle Dinge gute Seiten und schlechte Seiten. Und überdies sind Familienkonstellationen genauso unterschiedlich wie Menschen im Autismus-Spektrum. Und da wissen Sie, nichts ist unmöglich. Autismus.